Ich fange mal mit dem ersten Fall einfach an. Der ist ganz einfach. Also, Aussage ist jetzt, wir haben eine Sprache L gegeben. Das ist eine Teilmenge, Sigma Stern, und L ist eine Sprache. Das heißt, dann wissen wir, dann gibt es einen Automaten, und zwar einen deterministischen endlichen Automaten A mit L von A ist gleich L. So, und wenn jetzt die Aussage ist, dass dann auch das Komplement dieser Sprache, also L und ein Strich drüber, die Negation, das ist gerade die Menge aller Worte, die nicht in Sprache L liegen, dass das selbst auch wieder eine L3-Sprache ist. So, jetzt haben wir entweder die Möglichkeit, wir geben eine Grammatik dafür an, oder wir konstruieren Automaten dafür. Und wie ich es gerade schon angedeutet habe, konstruieren wir jetzt einen Automaten dafür. Das heißt, wir konstruieren, und zwar einen Automaten A' mit L von A' ist gleich L-Komplement. So, und wenn wir das getan haben, dann sind wir schon fertig, weil wenn wir einen Automaten, also einen endlichen Automaten konstruiert haben, der genau das erfüllt, dann heißt das ja, dass die Sprache auch in L3 liegt. So, ich ergänze das hier oben nochmal ganz kurz, und zwar benennen wir den hier oben nochmal ganz ausführlich. Wir hatten ja gesagt, so einen Automaten, den beschreiben wir als 5-Tupel, bestehend aus einer Menge von Zuständen, aus einem Alphabet, aus einer Übergangsfunktion, aus einem Startzustand und aus einer Menge von finalen Zuständen. So, und aus dem, was wir jetzt haben, müssen wir jetzt ganz konkret einen Automaten konstruieren, und zwar diesen Automaten A'. So, und das tun wir wie folgt. Wir konstruieren A' wie folgt. Wir sagen, er hat die gleiche Menge von Zuständen, auch K. Der verarbeitet das gleiche Eingabealphabet. Ja, beide Sprachen, über die wir jetzt hier reden, L und L-Komplement, das sind beide Sprachen über Sigma Stern, also über unserem zugrunde liegenden Alphabet. Der hat sogar die gleiche Übergangsfunktion. Der hat den gleichen Startzustand. Das Einzige, was wir ändern die Menge der finalen Zustände. Alles, was vorher final war, wird jetzt nicht final. Und was vorher nicht final war, das wird jetzt final. Ja, das tun wir hier mit dieser Konstruktion. Wir nehmen sozusagen die Menge der Zustände insgesamt und ziehen jetzt die Menge der finalen Zustände ab. Das ist sozusagen unsere neue Zustandsmenge, die jetzt final ist. Und ich glaube, das hoffe mal, das glauben Sie mir. Also alles, was vorher final war, ist jetzt nicht final und umgekehrt. Ja, und das entspricht gerade dieser Forderung hier, ja, wir akzeptieren jetzt alle Worte, die vorher akzeptiert wurden, werden jetzt nicht mehr akzeptiert in diesem Automaten und umgekehrt. Also, erster Teil ist schon mal fertig.